Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute schon wieder mit einem spontanen Test an ungewöhnlichen Orten. Hier mitten in Lüneburg habe ich mir das Snickers-Eis besorgt. Und zwar nicht irgendein Snickers-Eis, sondern das Snickers-Eis im Hörnchen. Und das bekommt ihr an der Shell-Tankstelle. Und die habe ich gerade gesehen und dachte mir, okay, da muss ich kurz anhalten und für euch dieses Snickers-Eis besorgen. Das kostet 2,40 Euro. Und wie gesagt, im Hörnchen, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habt ihr das noch woanders gesehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde das Eis jetzt erstmal für uns gemeinsam hier vor der Kamera auspacken, bevor es schmilzt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in der Großaufnahme an, ihr Lieben. Snickers-Eis im Hörnchen. Und so sieht das Snickers-Eis im Hörnchen in der Nahaufnahme aus. Könnt ihr sehen, hier sind so ein paar Crunchies drauf. Ich beiße jetzt hier mal rein, denn irgendwo muss ja auch das Karamell kommen. Und ich habe jetzt schon mal ins Eis gebissen, damit wir so langsam auf diese Karamellader stoßen. Das Eis schmeckt wirklich sehr lecker. Ich meine so einen ganz, ganz kleinen Hauch von Erdnuss. Die Erdnüsse sind tatsächlich hier oben drüber. Das sind schokolierte Erdnüsse und wenn man dann so eine schokolierte Erdnuss erwischt, dann schmeckt die auch wirklich nach Snickers. Und das Eis ist wirklich sehr, sehr lecker. Aber viel Schoki. Aber wo ist der Karamellkern? Der ist immer noch nicht da. Und hier ist auch endlich das Karamell. Ein paar Sekunden später und das Karamell ist endlich aufgetaucht. Wenn das Karamell hier nicht drin gewesen wäre, ich wäre wirklich vollends enttäuscht gewesen. Dann wäre es auch kein richtiges Snickers-Eis gewesen. Guck mal. Wirklich schwer gegönnt hier. Oh mein Gott. Das mit dem Karamell in der Mitte ist echt so ein Highlight. Da muss ich auch so ein bisschen am braunen Bär von Langnese denken. Brauner Bär hat ja auch so eine dunkle Schokolade und dann so eine etwas ähnliche Eisfarbe, wollte ich sagen, nicht dunkle Schokolade. Und dann auch so einen schönen Karamellkern und der ist das absolute Highlight. Das braune Bärkaramell finde ich allerdings viel, viel intensiver. Hier kommt es so langsam durch. Ist lecker, aber ich habe das Gefühl, da geht noch einen Tacken mehr. Da würde noch mehr Snickers-Style reingehen. Deswegen auf einer Skala von 1 bis 10 ist es wirklich gut geworden, das Snickers-Eis im Hörnchen. Bekommt es von mir wirklich stolze und gut gemeinte 8 Punkte, ihr Lieben. Wenn ihr mal irgendwo seid, Shell-Tankstelle oder sonst wo, wenn es das woanders gibt, probiert es mal aus und schreibt auch gerne eure Meinung zu diesem Eis in die Kommentare. Ihr könnt natürlich meinen Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.